weiteren Video im Themenbereich Deutsch. Wer zum ersten Mal hier auf meinem Kanal ist, herzlich willkommen. Wer wieder hier ist, herzlich willkommen zurück. Das Verb schließen hat sehr viele Anwendungen. Eine der wichtigsten werden wir hier im Folgenden uns anschauen. Es gibt unterschiedliche Bedeutungen vom Verb schließen und die werden sich teilweise dann auch mit Vorsilben bilden lassen. Beginnen wir mit der ersten Bedeutung von schließen, die klassische Bedeutung im engeren Sinne, eine Tür oder ein Fenster schließen. Das Beispiel hierzu, Susanne schließt die Fenster ihres Zimmers. Möglich wäre es auch noch ein Buch zu schließen, aber das ist die engere Verwendung des Verbs schließen, etwas zumachen. Dann haben wir die Bedeutung, dass man nicht nur eine Tür oder ein Fenster schließen kann, sondern gerade leider aktuell die Grenze eines Landes. Auch hierzu ein Beispiel. Aufgrund der Corona-Krise schließt Österreich seine Grenzen. Das heißt, keiner kann mehr hinein oder hinaus, außer er hat eine besondere Bewilligung. Das ist also eine Abgrenzung. Dann haben wir die Verwendung des Verbs schließen hinsichtlich, wenn ich ein Geschäft habe. Hier gibt es zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung, die wir hier besprechen, ist relativ unangenehm. Hier geht es nämlich darum, ein Geschäft oder eine Filiale für immer zusperren. Und das wird auch mit dem Verb schließen ausgedrückt. Aufgrund der schlechten Geschäftslage, hier kommt noch ein N dazu, müssen wir die Bankfiliale leider schließen. Und das ist nicht neutral gemeint, sondern damit ist gemeint, die Bankfiliale wird für immer geschlossen. Eine neutrale Information ist hingegen der Vorgang, wenn man eine Öffnungszeit bekannt gibt oder Ladungsöffnungszeit bekannt gibt. Zum Beispiel unser Lebensmittelgeschäft schließt um 19 Uhr. Und hier sieht man, in welchem Kontext das gleiche Wort unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Hier ganz negative Bedeutungen und hier eine völlig neutrale Aussage. Dann haben wir die Möglichkeit, die Augen zu schließen. Wenn einen zum Beispiel die Sonne blendet, weil ihn die Sonne blendet, schließt er die Augen. Dann haben wir die Möglichkeit, mit Schließen einen Vergleich zu machen, mit der Aussage, du solltest nicht von dir auf andere schließen. Das heißt, nur weil ich etwas gut finde, heißt es noch lange nicht, dass alle anderen das auch so sehen. Die können das ganz anders sehen. Eine ganz andere Bedeutung wieder hiervon schließen. Dann haben wir die Möglichkeit, einen Vertrag abzuschließen. Die beiden Städte schließen einen Vertrag hinsichtlich der gemeinsamen Wasserversorgung ab. Das ist eher positiv gemeint. Zwei Vertragspartner vereinbaren etwas, das dann umgesetzt wird und teilweise nach langen Verhandlungen dann abgeschlossen wird. Die nächste Verwendung hat wiederum einen völlig anderen Blickwinkel, und zwar ein Gerät anschließen. Und hier als Beispiel, der Elektriker schließt den Fernseher im Wohnzimmer an. Hier hat schließen, anschließen die Bedeutung von etwas funktionsfähig zu machen. Dann kommen wir zu einer negativen Verwendung im nächsten Satz. Und zwar eine Person aus einer Gruppe ausschließen mit der Zugabe der Vorsilbe aus, die hier eine negative Bedeutung für das Wort schließen nach sich zieht. Als Beispiel, aufgrund seines Verhaltens müssen wir Bernd aus dem Verein ausschließen. Und ausschließen heißt, er ist draußen. Ja? Und wenn man jemanden einmal ausschließt, ist es grundsätzlich sehr schwierig, wieder irgendwo hineinzukommen. Eine weitere Bedeutung liegt im Vorgang, ein Gesetz zu beschließen. Als
Beispiel hierzu, das Parlament beschließt ein Gesetz zum Rauchverbot. Hier haben wir wieder eine aktive Verwendung. Also beschließen heißt, etwas wird umgesetzt. Jetzt hat man lange geredet, bis es ein Gesetz gegeben hat und jetzt ist es beschlossen. Jetzt gilt es. Dann eine vielleicht seltenere Verwendung aus dem Sport, und zwar im Sinne, einen vorausfahrenden oder auch vielleicht vorauslaufenden Sportler einzuholen. Als Beispiel habe ich hier angeführt, der Radfahrer von unserem Team, hier haben wir immer wieder kleine Tippfehler, von unserem Team schließt mit einem Zwischensport auf die Spitzengruppe auf. Heißt, aufschließen heißt hier nicht eine Schublade oder sonst irgendwas aufmachen, sondern aufschließen heißt hier, zwei Radfahrer, die die Spitzengruppe bilden, sind weit vorne und der dritte Radfahrer spurtet, dass er an die Spitzengruppe herankommt. Das heißt, aufschließen heißt, wo vorher zwei waren, hinten ist einer, sind dann drei vorne. Also eine ganz spezielle Bedeutung des Wort schließen. Dann haben wir als nächste Bedeutung das Ende eines Tages oder einer Veranstaltung beschließen. Hier haben wir die Vorsilbe B. Und hier ist der vielleicht bekannteste Satz, das Ende des Tages mit einem Gläschen Wein beschließen. Das heißt, positiv ausklingen lassen. Vom Positiven wieder zu einem Sachverhalt, der einen negativen Grund hat, aber von dem man sich eine positive Wirkung erhofft, und zwar für einen Kranken beten. Als Beispiel, meinen erkrankten Onkel in meine Gebete einschließen. Einschließen heißt, ob ich jetzt bete oder an ihn denke, ich schließe ihn in meine Gedanken ein und hoffe dadurch, dass es ihm besser geht, wenn ich an ihn denke oder wenn ich für ihn bete. Von Menschen zu den Wertsachen, man kann Wertsachen einschließen. Der Bankkunde schließt seine Wertsachen im Bankschließfach ein. Damit meint man nicht nur die Bedeutung, dass man etwas irgendwo hineinlegt, sondern es wird noch zusätzlich gesichert, abgesperrt. Er hat den Schlüssel, niemand anderer kann hier an das Schließfach heran. Bankschließfächer verwendet man ja für wertvolle Dokumente oder natürlich auch für Geld und Wertsachen. Dann haben wir zwei weitere Bedeutungen zum Verb schließen, und zwar eine Überlegung in die Tat umsetzen. Sie entschließt sich, morgen nach Bregenz zu fahren. Auch hier, das hatten wir schon in anderen Konstellationen, überlegt man sich oder redet lange, und hier hat das Verb schließen mit der Vorsilbe N wieder die aktive Rolle, etwas zu verändern, in diesem Fall in die Tat umzusetzen. Und das ist ja grundsätzlich etwas Positives. Im Gebrauch negativ wieder ist das nächste, etwas nicht verstehen heißt, als Satzbeispiel, die Argumentation des Vorredners erschließt sich mir nicht. Mit der Vorsilbe R erschließen heißt, der hat viel geredet, verstanden habe ich im Prinzip nichts. Und auch hier sieht man wieder, es kommt eine Vorsilbe hinzu. Oben war es end, aktiver Teil, hier Vorsilbe er, negativ im Sinne, ich verstehe nichts. Und die letzten zwei Begriffe, für die, die bisher durchgehalten haben, Personen schließen sich zu einer Gruppe zusammen, als Beispiel die Schüler der Aufbauklasse schließen sich zu einer Lerngruppe zusammen. Positive Verwendung, aber auch wieder der aktive, also dieses aktive Element ist hier wieder im Vordergrund. Es wird etwas gemacht. Und das ist umso interessanter, weil eigentlich schließen hat ja grundsätzlich die Bedeutung, etwas wird beendet. Aber in vielerlei Hinsicht, wie wir jetzt gesehen haben, auch in diesem Beispiel hier wieder, hat schließen eine aktive, positive Rolle. Und die letzte Verwendung, die ich habe, es gibt natürlich sicher noch 100 andere, eine Schlussfolgerung machen oder ziehen. Aufgrund der Beweislage
schließe ich keinen der Verdächtigen aus. Im Sinne von ausschließen, das heißt, ich weiß es nicht, wer das ist. Es kann im Prinzip jeder sein. Ich kann niemanden ausschließen. Das heißt, auch hier wieder eigentlich die verkehrte Bedeutung, weil grundsätzlich heißt ja ausschließen, dass ich jemanden aus einer Gruppe entferne. Hier aber, wenn ich es in diesem Kontext verwende, hinsichtlich zum Beispiel einer Beweislage, ich schließe niemanden aus, heißt, jeder kann es sein. Das war meine Reise durch die verschiedenen Verwendungen des Verbs schließen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere einfach meinen Kanal. Wenn du willst, dass noch mehr Leute das sehen, einen Daumen nach oben. Das motiviert mich, weitere Videos zu machen. Bin auch nur ein Mensch. In diesem Fall wünsche ich dir einen schönen Abend und viel Erfolg mit immer dem, was du vorhast. Sei aktiv, erschließe dir neue Möglichkeiten.